Wie ist denn hier so die Leckfrequenz? Das klingt falsch. Was ist das? Ich hab noch kurz. Ist das so ein Wallaby? Heißt nicht Wallabies? Wallaby? Das ist auch ein schönes Wort. Kleines Wallaby, ein Albino-Wallaby. Fast so gut wie Wonny! Wo ist Wonny eigentlich? Ich sag in jedem Stream einmal Wonny und Wonny taucht gar nicht auf. Albino-Wallaby. Kurz gedacht, ist das. Wenn ihr die Farbe. Gehen wir weg mit Alpaka. Alpaka ist was ganz anderes. Das ist ein Albino-Wallaby! Ah, nur irgend so ein Stein. Jetzt habe ich schon wieder ein Ohrwurm von dem scheiß Wort. Wallaby! Also, wer weiß, wen wir sehen, kriegt 2 Punkte. Im Fall, dass man es falsch sagt, gibt es -2 Punkte. Dann hast du die Chance abzustauben. Kannst also eine Differenz von 4 Punkten insgesamt sogar wettmachen. Und damit ist noch alles drin bei einem Stand von 1 zu 10. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich darauf warten, dass wir falsch und. Ich finde Andreas hier super witzig. Ne? Aber wenn er nach so einem Gag entweder dieses Flaschengesicht macht oder hier macht das nämlich auch. Hier macht das auch diesen Blick. Er macht so einen Gag und guckt da so blöd. Zeige zu diesem Bild. Also wer weiß, wen wir sehen, kriegt 2 Punkte. Im Fall, dass man es falsch sagt, gibt es -2 Punkte. Dann hast du die Chance abzustauben. Kannst also eine Differenz von 4 Punkten insgesamt sogar wettmachen. Und damit ist noch alles drin bei einem Stand von 1 zu 10. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich darauf warten, dass... Er hat dann immer dieses... Dieses so in die Leere gucken. Okay. Der braucht einfach nur zu gucken, da lache ich schon. Ich sag mal so, wenn es eigentlich umbringt, wird es gefressen. Ne? Das ist auch so ein Menschending. Also gucken wir mal. So, wir haben den angeblich besten Dosenöffner der Welt hier. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß immer noch nicht, wie man ihn benutzt, so richtig. Aber okay, glaube ich, habe jetzt hier Halt. Leute, wie sie alle grinsen. Das ist einfach das Beschissene, dass alle wissen, was passiert. Alle wissen, was hinter der Tür lauert, durch die du jetzt gehen sollst, und zücken plötzlich ihre Kameras. Ist die irgendwie... Warte, nicht, dass da jetzt Spannung drauf ist. Ich habe das noch nie gerochen oder gegessen oder was auch immer. Vielleicht jetzt oder so. So, ist jetzt, glaube ich, eingespannt. Ich habe mein Leben noch nie ein industriell zubereitetes Nahrungsmittelprodukt mit solch einer Ehrfurcht. Musik, ey. Die Kasse ist noch nicht offen. Ich habe sie, glaube ich. Nee, das war falscher Alarm. Ja, mach doch jetzt mal auf die Nummer, du. Nimm doch ein Schlückchen. Du weißt, was das bedeutet, ne? Ich muss schon wieder helfen, oh nein. Ja, es ist wie eine Bombenentschärfung. Das kommt schon sehr nah ran. Ihr habt sogar einen Endgegner-Gruß, sag ich schon. Ihr habt einen Herr-Ringe-Gruß. Oh, ihr habt es eben angesprochen. Jetzt, wow, super, Anton. Was? Ja, wir hatten, ja, das war einfach mit den Ringfingern so dumm. Dann noch Faust. Ist jetzt neu. Okay. Bitte, was? Wann war das denn? Okay, wenn mir irgendjemand gesagt hätte, Mara, du hast ja deinen Herr der Ringe-Gruß, hätte ich safe nichts mehr gewusst. Das habe ich ja komplett verdrängt. Bro, was geht, Bro? Hey, was hat das für einen Sinn? Das ist der Ringfinger. Ja, auf jeden Fall zu Recht verdrängt. Was sie sagen hier, oh Gott, unangenehm. Ach so. Das war so, wir hatten es gemacht in dem letzten Format, in der Unmod, weil da wir dumm auch waren. Schon da war es peinlich, aber das war das erste Mal und da dachten wir, okay, das kann man einmal machen. Lassen wir und dann Tisch fallen? Jetzt ist es gut. Mach jetzt, komm, gut. Ich will, dass vorbei ist. Also würde ich sagen, das Gemetzel startet wie immer 15 Gott. Aussagen. Das ist so, wenn man ältere Formate guckt, wo man mitgemacht hat und nur so denkt, scheiße. Nee, warum? Warum ist das im Internet? Ja, so der Blick passt eigentlich ganz gut hier. Weil das ist ja im Internet jetzt. Oh, ich hab mir einen Gruß ausgedacht. Ein Fehler geht es zu erkennen und zu korrigieren. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Oh Mann, ey. Ganz komisch geworden. Es hat gerade so gezischt. Ich hab's gehört.
Also ist das, ihr riecht das nicht, aber hier macht sich so eine Aura. Alter, als wirklich, als ob jemand 100 Jahre Dünnpfiffurz gesammelt hat. Das krieg ich voll, das ist nur hier rangezischt. Ich hab's. Ja, auf jeden Fall runter in der Nummer. Da kommt schon Flüssigkeit raus. Entschuldigung, das riecht ganz bizarr. Es tut mir leid. Ich bin leider auch nasal ein bisschen empfindlich. Ich bin echt empfindlich nasal. Was wisst ihr, wenn ihr... Ich bin Mitte 40, was mach ich denn für eine Scheiße? Jetzt so was? So eine Scheiße ist mein Humor, ey. Die Dose ist offen, oder? Mach hoch. Ja, das ist gerade eher die Angst. Oh Gott, der killt mich. Dreimal rund. Dieses Computerprogramm wird 1 Million Toaster einschalten, die im Robohund versteckt sind. Die Toaster werden 1 Million Toastbrotscheiben verkohlen lassen. Und eine gigantische, schwarze Wolke wird für die nächsten 10 Monate über der Expo schweben. So ähnlich wie in Hamburg. Oh Mann! Ein Programmfehler! Ich muss doch die Variablen überprüfen und die davonlaufenden Pixel einstellen! Scheiße, was ist hier für Hamburg geplant? So war ich Softbox heiße. Was? Moment! Das ist eine riesige Toasterwolke! Nikola. Nikolai, das ist Nikola, der Kassierer. Da war's doch. Okay, Ausweis drucken. Kannst du doch sehen. /poll einfach eingeben, dann siehst du es. Was ist das hier unten? Nikola oder was? Das habe ich denn auch mal gesehen. Oh Gott. So da. Warte. Hilfe. Was geschieht hier? Voll einfach eingeben, dann siehst du es. Oh Gott, so da. Warte. Hilfe. Ich wusste gar nicht, dass Nikola so winzig ist. Schade. Ungütiger. Das saß ja wirklich in dem Channel hier und hat uns mit euch geredet, Eddie. Ihr habt es anscheinend nicht mitbekommen. Ach, die Nummer. Oh, da müssen wir gleich nochmal. Ja, da muss man gucken, wie ich das ineinander schneide. Das saß ja wirklich in dem Channel hier und hat uns mit euch geredet, Eddie. Ihr habt es anscheinend nicht mitbekommen. Wer hat mit wem geredet? Florentin war beim letzten Quake Links hier im Discord und hat nach Hilfe gefragt. Euch. Euer Team. Im Ernst? Ja. Das ist ein Witz. Das habe ich schon gespoilert, verdammt. Aber es ist super gute Clips dazu. Das ist echt gut. Ernsthaft? Ja. Und keiner hat's gemerkt. Ja, das habe ich auch gesehen. Das hätte ich doch gehört. Nee, den Clip gucken wir uns dann best davon. Das ist ja sensationell. Ist so, das ist ja. Was, Nikola, entscheidet ihr schon, was das Best-of kommt? Wo ist der? Legion? Ist der hier? Guckt der schon wieder im Chat hier zu? Was ist denn das hier los? Das hätte ich doch gehört. Nee, den Clip gucken wir uns dann best davon. Den Clip gucken wir uns dann im Best-of an. Meine Güte, ey, das ist eine klare Ansage. Guckt euch den Typen an. So klein hier, der kleine Typ, aber entscheidet, was ins Best-of kommt.
Aber machen wir natürlich, ist klar. Niemand will Stress mit Nikola haben. Okay. Okay! Der andere ist einfach wie ich mit anderen Menschen. Piqué, du mieses Schwein, ey. Guten Abend. Ey, was geht bei euch? Alles cool? Alter, ist die Rail umkämpft, ey. Das nervt ja einfach. Das ist mein Lieblings. Das ist meine Lieblingsstelle. Komplett. Keine Reaktion. Alter, ist die Rail umkämpft. Komm noch einmal, einmal noch. Piqué, du mieses Schwein, ey. Guten Abend. Ey, was geht bei euch? Alles cool? Alter, ist die Rail umkämpft, ey. Das nervt ja einfach. Naja, bei mir der Patch updatet nicht, leider. Ich habe auch den Stream geguckt und dachte, er hätte einfach nur den Stream aufgemacht und hätte das da drüber gesprochen. Ich habe nicht gedacht, dass er wirklich in dem Discord drin war und die ihn gehört haben und komplett ignoriert haben. Aber das macht das alles so viel lustiger. Rühr. Rühr. Das sag ich tatsächlich auch immer, wenn ich koche. Rühr. Back. Was? Wo das denn? Und warum fängt es denn schon wieder so an? Wo alles in der Welt kam der denn raus? Ha! Okay, stopp. Ja. Mal kurz an alle, seid ihr schon über 18? Leute, oh meine Güte. Was macht ihr, wenn jetzt eure Mutter reinkommt? Was macht ihr? Scheiße, das ist doch jetzt ein Twitch-Ban gewesen, den ich mir gerade eingefangen habe. Das sind also diese Krogi-Streams. Ja. Oh nein, es kommt zurück. Was? Was geschieht hier? RIP. Ja, stimmt, ihr seid ja über 18. Ihr seid ja schon über 80. Stimmt das? Dann dürft ihr ja, habt ihr in eurem Leben schon oft gesehen hier, dass. Wie zwei heiße Spieße einen Abend verbringen. Wo wohl dieses Zahn? Oh nee. Oh nein, okay. Ich bin ja schlecht in solchen. Wo muss man denn hier überall was hinbauen? Ich erkenne schon nicht mal, wo man hier was hinbauen muss. Hier, oder was? Ist zu groß für die Stelle. Das Zahnrad ist zu groß für die Stelle. Okay, jetzt seht ihr, warum ich... Das Zahnrad ist zu groß für die Stelle. Das Zahnrad muss hier irgendwo hineinpassen. Ach, guck mal, da ist der richtige Nikola. Nikola, du bist hier auf einem Ausweis verewigt worden. Ja, jetzt... Das Zahnrad ist zu groß für die Stelle. Scheiße. Ach, hier musst du wahrscheinlich eins hin. Das Zahnrad ist... Ich würde sagen, dieses Zahnrad gehört da irgendwo hinein. Aha. Müssen die alle verbaut werden, oder was? Das Zahnrad ist zu klein. Geht das jetzt schon? Dieses Getriebe wird ohne die fehlenden Zahnräder nicht funktionieren. Haben Sie Achter? Zahnrad hingehört. Das Zahnrad ist zu klein. Das Zahnrad ist zu groß für die Stelle.
Dieses Zahnrad muss hier irgendwo. Sind zwei freie Stellen, wo seht ihr es denn? Was hier oder was? Ich sehe nicht mal, wo die hin sollen. Ich bin wieder 8. Hier drauf oder was? Spy Fox killt mich einfach mit diesen bescheuerten Minigames. Die machen mich fertig. Dieses Spiel hat auch 11% bekommen von, wie heißen die, Mandingo Entertainment? Noch nie auch gehört von dem Entwickler. Gregor. Hat Gregor sich inspirieren lassen? Noch nie gehört von Dingo. Was in aller Welt mache ich mit einem Alarmdeaktivator? Tja, das braucht man, um Alarmanlagen auszuschalten. Scheiße, ich bin krank. Oh Mann, ey, warum klingt mich so scheiße? Ich glaube, die Leute, die gerne verflixte Klicks gucken, so ein bisschen, die lachen sich richtig kaputt. Oh Mann, ey. Tut mir leid. Das ist echt. Ich kann es nicht öffnen. Johanna, mach du mal bitte. Also. Authentisch. Das isst man gerne im Dorf. Der hat keinen Besuch mehr erwartet. Scheiße, das kannte ich ja doch gar nicht, ey. Oh Mann, ey. Oh. Schön Abmord machen wir doch. Ja, Mann. Oh, boy. Dankeschön an das Vorstadtkind für die Einreichung. Gut, das war jetzt natürlich. Normal würde man sagen, der Clip ist zu lang. Das muss ich erstmal veratmen, wirklich. Ich dachte jetzt nicht, dass mich das so mitnimmt. Oh, ich bin fix und fertig. Ich fühle mich, als hätte ich gerade 15 Minuten Sport gemacht. Boah, ey. Ich muss gerade mal wirklich hier Luft kriegen wieder. Also, weil sie sagt, ich muss nochmal Sport machen, guckt einfach stattdessen, wie ich das hier schneide. Oh Mann, 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 Mann. Boah, nee, Leute, glaube ich, ich muss gerade mal wirklich an die frische Luft.